Das Märchen Der Fuchs und die Gänse. Geschrieben von den Gebrüdern Grimm, gelesen von Leseonkel. Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Herde schöner, fetter Gänse saß. Da lachte er und sprach: Ich komme ja wie gerufen. Ihr sitzt hübsch beisammen. So kann ich eine nach der anderen auffressen. Die Gänse gackerten vor Schrecken, sprangen auf, fingen an zu jammern und kläglich um ihr Leben zu bitten. Der Fuchs aber wollte auf nichts hören und sprach: Das ist keine Gnade, ihr müsst sterben. Endlich nahm sich eine das Herz und sagte: Sollen wir arme Gänse doch einmal unser Jung frisch leben lassen, so erzeige uns die einzige Gnade und erlaube uns noch ein Gebet, damit wir nicht in unseren Sünden sterben. Hernach wollen wir uns auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer die fetteste aussuchen kannst. Ja, sagte der Fuchs, das ist billig und ist eine fromme Bitte. Betet, ich will so lange warten. Also fing die erste ein recht langes Gebet an, immer ga, 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 ga. Und weil sie gar nicht aufhören wollte, wartete die zweite nicht, bis die Reihe. Und weil sie gar nicht aufhören wollte, wartete die zweite nicht, bis die Reihe an sie kam, sondern fing auch an. Ga, 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 ga. Die dritte und vierte folgten ihr, und bald gackerten sie alle zusammen. Und wenn sie ausgebetet haben, soll das Märchen weitererzählt werden. Sie beten aber allerweil noch immer fort.